Am Tag der Heiligen Dreifaltigkeit, am Tag des Kirchweihfestes haben die Feketer Josef Baling, der seinem Heimatdorf im Leben und Tod treu geblieben ist, ein würdiges Denkmal gesetzt. Seine Verehrer, besonders seine früheren Mitarbeiter im Landesrat, kamen zur Enthüllung der Statue aus dem ganzen Lande nach Feket. Um 1765 wurde die Feketer Kirche zu Ehren der Heiligen Dreifaltigkeit eingeweiht. Am Sonntag der Heiligen Dreifaltigkeit ist seitdem in der Branauer Gemeinde das Kirchweihfest, das mit der katholischen Hochmesse beginnt. Dieses Jahr wohnen hier viele gewesene und gegenwärtige Mitglieder der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen von Mahn über Baye bis Moor bei. Es sind aber auch bekannte Persönlichkeiten des ungarndeutschen Tanz- und Musiklebens aus dem ganzen Lande und sehr viele Schwaben aus den Dörfern der Pranau dabei. Der Tag ist einem allgemein gekannten und anerkannten Sohn der Gemeinde, dem 2016 verstorbenen Josef Baling, und seinem Andenken gewidmet. Diese Menschen kannten ihn, arbeiteten mit ihm und ehrten ihn sehr. Ein Satz, was er damals gesagt hat, also das sage ich lieber ungarisch, hogy említésre méltó az az áldozatkészség, amit a fekediek mutattak környezetük számára. Wenn man auf diesen Satz da zurückblickt, also wenn wir so weiterleben können, dann haben wir alles. Und mehr müssen wir auch nicht haben. Die Musik der neuen Branauer Musikanten lädt die Leute nach der Messe auf den Kirchplatz ein. Baling hat ein beachtliches Lebenswerk hinterlassen und verbrachte zwar den größten Teil seines Lebens nicht in Feket, hat aber sein Heimatdorf, in dem er sich zu Hause fühlte, nie vergessen. Er fand auch seinen letzten Ruheplatz hier, sagte dem großen Publikum auf dem Kirchplatz Bürgermeister Tillmann in seiner Begrüßung. Im Rahmen einer würdigen Feierstunde wurde hier das Denkmal von Josef Baling, eine lebensgroße Skulptur, eingeweiht. Tisztelt Baling család, polgármester kollégák, tisztelt fekediek, hölgyeim és uraim! Vagy 30 évig, vagy valamivel hosszabb ideig is ismerhettem Baling Jóskát, Baling Jóska bácsit. Ahogy felidézem magamba, mindig halkan beszélt. Ő tudta jól, hogy ha valakinek gondolatai vannak, annak nem kell felemelni a szavát, mert így is figyelni fognak rá. Bármikor beszéltünk, egyeztettünk, ő biztos, hogy mindig jegyzetelt. Der Parlamentsabgeordnete des Wahlbezirkes würdigte Josef Baling als Koordinator der Gründung deutscher Vereine in der Branau in den 90er Jahren und auch seine Mitarbeit beim Zustandebringen der ersten deutschen Nationalitäten-Selbstverwaltungen des Komitates. Margarete Wache, die mit der Ehrennadel der ungarndeutschen Landesselbstverwaltung ausgezeichnete Harmonikaspielerin, ist die Schwägerin von Josef Baling. Im Zeichen der Erinnerung erklang die schwäbische Melodie auf ihrer Mundharmonika. Soltan Schmidt, der Leiter des Fünfkirchener Regionalbüros der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, hat teilweise auch Feketer Wurzeln. Seit seiner Kindheit kennt er Josef Baling, später führte sie auch die Tätigkeit im ungarndeutschen Bereich zusammen. So unauffällig hat er uns immer etwas beigebracht.
was wir erst viel später bemerkt haben, als er schon unser eigenes war. Dass man jedem die Hand gibt, der ins Haus kommt, dass man dabei aufsteht und möglichst den Gast einen Stuhl anbietet. Der Landesrat ungarndeutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen wurde 1996 gegründet. Josef Baling war sein Initiator und sein erster Vorsitzender. Franz Heilig hat von ihm diese Stafete übernommen. Als ich Herrn Josef Baling in den 90er Jahren kennengelernt hatte, war er ehrenamtlicher Vorsitzender für Kultur beim Verband der Ungarndeutschen. Berufsmäßig leitender Redakteur beim Dunántúlin-Opló. Ein richtiger Kenner der Kultur im Allgemeinen. Nach den Minderheiten-Selbstverwaltungswahlen 1994 wurde er ebenfalls zum Vizevorsitzenden der Landesselbstverwaltung gewählt. Er hat ziemlich schnell durchgeblickt, dass die Landesselbstverwaltung auf ihre politischen Aufgaben konzentrieren muss, und er meinte, die Landesselbstverwaltung soll wie ein Parlament der Deutschen in Ungarn fungieren. Für die Koordinierung unserer vielseitigen Traditionspflege, für Zivilorganisationen und Vereine wird sie wohl kaum die Zeit und Energie haben. Deswegen muss ein landesweiter Kulturverein auf Beine gestellt werden, für die Pflege unserer Kultur, der Traditionen, gar auch für unsere Muttersprache. Der Sohn von Josef Baling hat mit seiner Familie an der feierlichen Denkmalenthüllung teilgenommen. Er, der Enkel von Baling und Bürgermeister Peter Tillmann haben die Statue dem Publikum offiziell übergeben. Die lebensgroße Figur des Ehrenbürgers vom Komitat und von Feked ist ein Werk des Bildhauers Zsolt Nyári. Die Familie vom Sohn Otto Baling, der Fekeder Freundeskreis, die Gemeinde und der Verband Deutscher Selbstverwaltungen in der Branau sind für die Kosten aufgekommen. Er hat immer nur eine Bitte geäußert und da wussten wir schon, oder er hat immer gesagt, das war auch immer so schön, er hat immer gesagt, das würde ich so machen. Also er hat nicht gesagt, mach das so oder so müsste man das machen. Er hat gesagt, ich würde das so machen. Und dann wusstest du schon, dann muss man das so machen. Also solche Kleinigkeiten, aber das sind so große Sachen. Er hat zum Beispiel immer gesagt, alles nur genannt. Also zum Beispiel, dass wir nicht jetzt so ganz nervös, wie wir heute in der heutigen Welt, alles zusammen und alles schnell und alles auf einmal machen. Er hat das gesehen wahrscheinlich und da hat er gesagt, alles nur genannt. Und er hatte recht. Was hat der Landesrat ihm zu verdanken? Alles. Also die Idee ist eigentlich von ihm. Die organisatorische Vorarbeit überhaupt zur Gründung stammt er von ihm. Dass wir dann zum Kunstmuseum gegangen sind, in diese Prachtsaal, das hat er organisiert. Eigentlich war er die treibende Kraft, dass wir überhaupt so weit gekommen sind, einen Landesverein zu gründen, wo wir unsere Kultur auch zeigen können und auch noch die Muttersprache, noch überhaupt Muttersprache, Hochdeutsch, gebraucht wird und verwendet wird. Der Joschka Bacsi war in dieser Hinsicht einfach ein Meilenstein. Also ich würde sagen, also wir Deutschen in Ungarn, wir können dem Joschka Bacsi in diesem Bereich, was ich kenne, alles verdanken. Und ich glaube nicht, dass ein anderer das so von wirklich nichts, so auf die Beine gestellt hat wie er. Ich habe hier mit vielen gesprochen, von Großnarad bis Magocz und von Pilis Szentivan bis Baye und von wirklich so sehr viele da. Und die sind alle deswegen gekommen, weil sie kommen wollten. Nicht, weil sie eingeladen wurden, nicht, weil das eine Protokollveranstaltung ist, sondern weil sie es so gefühlt haben, dass sie heute hier sein müssen. Ist das Lüftlein mein, ist mir jeden Stein und jeden Mann. Nach dem Ehrenbürger des Dorfes, seinem Majestät Otto von Habsburg, hat nun auch der Ehrenbürger Josef Baling, ein treuer Fekeder, dem das ganze Ungarn-Deutschtum viel zu verdanken hat, ein Denkmal in Feked. Beide Skulpturen hat Zsolt Nyári geschaffen. Denkmäler sprechen über die Vergangenheit, sind jedoch an die Gegenwart und Zukunft adressiert.
Feket sorgt dafür, dass die für die Gemeinschaft wichtigen Personen nicht in Vergessenheit geraten.